Moin Leute, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zum Mallorca-Vlog. Ich bin ja, wenn ihr das hier seht, letztes Wochenende auf Mallorca gewesen, zusammen mit meiner Mutter. Und ihr seht schon, ich habe Pullover an, denn es ist scheiße kalt draußen. Die Sonne, die ist woanders. Also ich habe von Leuten aus Deutschland und Österreich gehört, dass es ein wirklich schönes Wochenende ist. Hier leider gar nicht. Wir haben Regen draußen. Wir haben Wolken, es hat so zwischen 16 und 20 Grad, also es ist aushaltbar, aber es ist Pulloverwetter leider. Also nichts mit am Strand liegen und da schöne sandige Videos machen, sondern ja, gibt's ein Hotel-Vlog. Ich zeige euch natürlich jetzt gleich ein bisschen das Zimmer. Ich zeige euch auch draußen die Anlage des Hotels, die ist nämlich eigentlich ganz schön, wenn sie benutzbar wäre. Aufgrund des Wetters ja nicht. Und ich zeige euch außerdem noch ein paar Landschaftsbilder, ganz, ganz tolle Aufnahmen, die habe ich jetzt schon gemacht. Ja, es ist ja jetzt Tag 2 schon, also gestern war die Anreise, die war erstmal furchtbar. Deswegen einfach nicht drüber sprechen, ich erzähle es euch aber gleich trotzdem. Und heute ist ja quasi dann Tag 1, wir haben jetzt einen Mietwagen geholt, wir sind also mobil, morgen fahren wir dann noch nach Palma de Mallorca, kennt ihr sicher, vom Namen her zumindest. Und ja, da bin ich dann... Ja, 70 Kilometer, ungefähr 70, 80 Kilometer fahren wir da mit dem Mietwagen. Den haben wir jetzt heute und morgen. Denn bei dem Wetter, wenn, weißt du, normalerweise könntest du dich draußen an den Strand legen oder so. Das ist alles nicht möglich. Deswegen nur hier jetzt in Cala Mayor, so heißt das Dörfchen hier, nur da sein, ist halt auch ein bisschen doof. Deswegen fahren wir morgen nach Palma. Heute waren wir jetzt ein bisschen mit dem Mietwagen unterwegs. Denn wir mussten ein bisschen entspannen von der Anreise. Erstmal Flieger, ich habe es gepostet auf Instagram, ich habe es glaube ich sogar auch auf Facebook geschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher. Das war wirklich grausam, die Anreise. Also erstmal Flieger viel zu spät losgeflogen, viel zu spät demnach gelandet. Dann haben wir erstmal keinen Bus gekriegt, um zum Hotel zu fahren, was dann auch nochmal eine Stunde gedauert hat. Dann waren wir leider erst hier, wo es dunkel war, deswegen konnte ich jetzt nicht vorher ein Video machen. Oder wollte ich nicht und deswegen fange ich jetzt an. Und jetzt zeige ich euch jetzt erstmal das Zimmer hier. Bis gleich. Also meine Süßis, ich zeig's euch mal. Das hier ist unser Hotelzimmer. Jetzt nicht wahnsinnig besonders. Ja, sorry. Also nicht wahnsinnig besonders. Es ist jetzt nicht so luxuriös, wie es sein könnte. Aber ja, ich meine, es ist ein Hotelzimmer hier mit Poolblick. Leider nur. Mehr Blick gab es jetzt hier wohl nicht. Da zeige ich euch auch gleich nochmal draußen was. Und ja, das ist unser Zimmer. Und... Ja, Saustall, so wie immer, ne? Das ist normal. Und ja, wie gesagt, jetzt nicht wahnsinnig luxuriös, aber es ist in Ordnung. Ich zeige euch natürlich auch noch das Bad. Haben wir hier auch einen Lichtschalter? Scheiße, ne, das war der falsche. So, hallo. Ja, das ist das Bad, also auch nichts Weltbewegendes. Aber wir haben eine Badewanne, was meiner Mutter natürlich sehr gut gefällt. Eine schreckliche Akustik haben wir hier drin. Und ansonsten ist es halt ganz normal spanisch, ne? Nichts Weltbewegendes. Und ja, also es ist okay. Es ist ein 4-Sterne-Hotel. Es war wohl gekennzeichnet als 5-Sterne-Hotel in der Beschreibung im Internet. Aber ist es leider nicht. Und ja, war es wahrscheinlich mal. Das hatte mit Sicherheit mal ganz, ganz tolle Zeiten hier. Dem ist jetzt nicht mehr so. Aber hier seht ihr schon Poollandschaft. Das ist eigentlich ganz cool. Aber hier ist halt... So das typische Überall-Hotel-Ding, ne? Was man halt viel auch auf diesen spanischen Urlaubsinseln hat. Also es ist schon nicht schlecht, es ist auch, ja, es ist wirklich sauber. Ne? Also ich weiß nicht, da sieht man jetzt nicht so hier natürlich, aber es ist wirklich sauber. Da hinten ist sogar noch ein Spielplatz, wie ich sehe. Also sauber ist es auf jeden Fall. Nur es ist sicher nicht mehr das Neueste. Ne? Und ihr seht schon das Wetter, ne? Ein bisschen blau ist es hier in der Kamera, glaube ich. Aber es ist leider nicht blau. Es ist alles wolkenbehangen und ich glaube, wir haben Meerblick. Guckt mal dahinter, das sehe ich jetzt erst. Da hinten, wo die Palme in der Mitte ist. Seht ihr das? Da haben wir Meerblick. Meerblick! Yes! Ja, das macht das Zimmer jetzt auch nicht wesentlich besser.
Aber gut, was soll man sagen? So, ich stecke euch jetzt mal wieder hier drauf. Sekunde. Und hoffe, dass der Autofokus mich nicht im Stich lässt, ne? So, bin ich da? Wahrscheinlich nicht. Scheiße. So, jetzt. Ja, liebe Leute, das war unser Zimmer. Und ja, jetzt würde ich euch noch gerne natürlich das Hotel ein bisschen zeigen, was wir hier so haben. Später gibt es dann noch, wie gesagt, ein paar Landschaftsaufnahmen, die ich noch gemacht habe vom Hafen. Cala Mayor, was haben wir noch gemacht? Cala Rojada müsste noch mit dabei sein und auch vom Hafen noch. Also wirklich, ist echt cool. Dranbleiben lohnt sich also. Bis gleich. Ja, moin ihr Süßen, ich bin's wieder. Ja, ich laufe jetzt mal die Poollandschaft ab. Ich habe nämlich tatsächlich, selber war ich hier noch nicht. Und ja, jetzt gucken wir uns das mal gemeinsam an. Da kommt jemand aus der Sauna, da schwenkt mal weg. Tschüss. Scheiße. Man fängt ja gut an. Also Planschbecken für den Mozzi, dass der auch nicht untergeht, ne?
Ja, Liegestühle, ihr seht schon, ist gut besucht hier, weil es so echt wirklich schön warm ist. Na? Da ist der Spielplatz, den wir oben vom Hotelzimmer gesehen haben. Das müsste ungefähr da sein. Na? Da spielt übrigens jemand Stühlerücken, also entschuldigt bitte. Und ich hoffe, der Wind ist nicht zu scheiße. Ja, Spielplatz Mozzi. Willkommen. So, scheiße, hier komme ich nicht durch. So, der Wind ist auf jeden Fall da. Der weiß, was er tut. Nee, aber dann Planschbecken für die großen Miches, ne, für die großen Gurken. Ja, ist eigentlich echt schön, also da kann man nichts sagen. Poollandschaft, bisschen klein, aber das Hotel ist ja auch nicht so groß. Ne? Also das ist das Hotel, Said heißt es. Ist jetzt nicht das Größte, aber ist okay. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn hier jetzt, wenn hier Sonne wäre oder das Hotel natürlich dann noch zusätzlich ein bisschen besser besucht wäre, dass es hier gar nicht so einsam aussehen würde, quasi, ne? Aber ist auch wirklich sehr gepflegt, also kann man nichts sagen. Das schaut gut aus, gut begärtnert. Hallo! Wow! Nee, also Spaß beiseite, es ist schon ein anständiges Hotel, 4 Sterne eben, mitten im Zentrum von Cala Mayor. Und kann man schon was mit anfangen. Da ist Frühstücksbereich, zoomen wir mal kurz hin. Also hinter der Terrasse quasi kannst du frühstücken gehen. Und ich denke mal im Sommer, wenn es mal fokussieren würde, tut es aber nicht. So. Und ich denke mal im Sommer kann man da auch wunderbar draußen sitzen. Aktuell ist das halt überhaupt nicht möglich. Ne? Also das geht halt echt gar nicht. Ja, rein geht's da vorne. Das ist nicht toll. Hier geht's rein. Und ja, schaut das soweit auch ganz geil aus. Und es gibt natürlich beim All-Inclusive mit dabei Sauna und Fitnessbereich. Wobei Fitness ist für mich Abfall. Ihr wisst ja, ich bin Gamer aus Leidenschaft und da gibt es eben sowas wie Fitness nicht. Scheiße, ich habe so zugenommen. Ey, ich muss abnehmen, das geht gar nicht klar. Gut, so, Sekunde, gehen wir hier mal rein. Ich hoffe, ich störe hier niemanden. Weil da ist dann auch die Lobby, aber ich glaube, hier ist gerade niemand. So, ja, originale Telefonzelle, großartig, ne? Wunderbar. Und hier geht es dann runter zum Fitness, beheizten Pool und Sauna und sowas ist da drin, Massageräume und so weiter. Hallo, danke schön. So. Gut. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr viel. Mehr gibt es jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück zu Muttern. Und wir werden nochmal ein Cocktailchen trinken, nehme ich an. Übrigens sitzt sie da oben. Ob wir die heimlich filmen dürfen? Wir machen es einfach. Warte mal. Wir schleichen uns an. Pass auf, wir schleichen uns an. Hallo! Die kriegst du nicht mit. Na, das ist so schön. Die passt auf den Ständer auf von der Kamera. Deswegen sitzt sie da noch. So, ihr Lieben. Ja, ansonsten, Belegschaft ist auch da, wunderbar. Nö, mehr gibt es jetzt nicht zu erzählen. Ja. Also ist echt nett. Nur das Wetter. Das Wetter ist wirklich scheiße. Da muss ich noch was tun. Vielleicht morgen, dass ein bisschen besser wird. Wetterbericht ist zwar nicht so geil, aber man kann ja hoffen. Ne? So, in diesem Sinne, lassen wir Mozzi hier weiter planschen. Bis später, mein Süßer. Tschüssi. Und bis dann.